Mithra Nuroda, besser bekannt unter seinem Kernnamen Thrawn, war ein männlicher Kriss, der als Commander seines Volkes und später als Offizier in der Flotte des Galaktischen Imperiums diente. Während des Galaktischen Bürgerkrieges operierte er in den äußeren Gebieten der Galaxis. Als eine Intrige ans Licht kam, in die Thrawn verwickelt war, wurde er auch dorthin verbannt. Nach dem Tod von Imperator Palpatine übernahm er das Kommando über die Flotte und führte mit seinem Flaggschiff, die Chimäre, den Kampf gegen die Neue Republik an. In dieser Zeit baute Thrawn so etwas wie eine Freundschaft zum Kapitän der Chimäre, Gilad Paleon, auf und ernannte ihn zu seinem Stellvertreter. Als außergewöhnliches Militärgenie wäre es ihm wohl gelungen, die Republik zu besiegen, wenn ihn nicht sein eigener Leibwächter Ruck aus Rache für sein unterdrücktes Volk ermordet hätte. Er war der einzige nichtmenschliche Großadmiral, der jemals im Dienst des Imperators getreten war, was ihm großen Respekt der anderen Imperialen einbrachte. Diesen Status erreichte er durch sein großes taktisches Geschick und die Fähigkeit, die Züge seiner Gegner zu erahnen und die seinen dementsprechend zu ordnen. So gelang es ihm, so gut wie jede Schlacht selbst in Unterzahl zu gewinnen und strategisch wichtige Planeten zu erobern. Das war's auch schon mit diesem Video. Vergiss bitte nicht zu liken und kommentieren. Und wenn du mehr über Star Wars erfahren willst, habe ich hier noch ein paar Videos für dich. Vielen Dank fürs Zuschauen und möge die Macht mit dir sein.